Ein herzliches Willkommen im Haus der Industrie. Ein herzliches Willkommen an die Free Market Roadshow, die ja Frau Dr. Kolm bemerkenswerterweise jedes Jahr organisiert und die Grundwerte führt, eine Grundwertediskussion führt in Europa, die eigentlich wirklich notwendig ist. Nämlich die Werte des Kapitalismus oder, wenn man es auch weniger böse in vielen Ohren formulieren will, der freien Marktwirtschaft, wie der Freiheit, der Rechtssicherheit, der Schutz des Privateigentums, sind Werte, die heute leider nicht mehr in aller Munde sind. Das sehen wir nicht nur an den Trumpschen neuen Sichtweise der Welt, sondern auch an einem, was mir zu denken begibt, einer Ode an einen 200. Geburtstag von Karl Marx, der jetzt in den Medien herumschwirrt. Und immer wieder, glaube ich, diese Lobhudelei an den Karl Marx, der sicher seinen philosophischen Mehrwert uns gebracht hat, aber dieser Aufruf zum Klassenkampf, diese Verschwörungstheorie gegen das Kapital, das ist sichtlich in Europa noch nicht ganz verwunden. Und das, obwohl der real existierende Sozialismus ja vor 30 Jahren hier vor den Toren Wiens de facto kollabiert ist. Ich glaube, es ist noch zu wenig Menschen in Europa bewusst, dass der Kapitalismus und die freie Marktwirtschaft genau das gebracht haben, was Marx eigentlich immer haben wollte in seinen Träumen, nämlich nicht nur das goldene Zeitalter des Wohlstandes, sondern das goldene Zeitalter des Massenwohlstandes. Er hat immer Handel geführt und keine Kriege geführt, der Kapitalismus. Dort, wo Handel betrieben wurde, wurden keine Kriege geführt. Er hat immer durch Technologie die Menschen geeint und nicht durch Ideologie die Menschen getrennt. Und dadurch hat der Kapitalismus immer etwas, ein Miteinander gefördert und kein Gegeneinander, wie der Marxismus. Und ich glaube, das sollte hier und da schon auch erwähnt werden. Deswegen sind wir dankbar, dass es geführt wird, die Debatte. Es gibt heute nicht mehr hier die Arbeiter, da der Unternehmer. Dieser berühmte Mehrwert der Produktion, das Marx immer gesagt hat, das schafft weder der Arbeiter noch der Kapitalist, das bestimmt alleine der Kunde. Der Kunde schafft an, der Kapitalismus erfüllt. Und das ist gut so, weil das hat den Kapitalismus eigentlich zu einem sehr menschlichen System gemacht. Zumindest menschlicher als alle anderen vor ihm. Und das stimmt, der Kapitalismus hat auch Problembereiche. Und zwar, er ist instabil, hat Marx recht gehabt. Das kennen wir an Kodak, Nokia, Dotcom-Blase. Aber genau das macht den Kapitalismus eigentlich so stark. Denn er lässt Rückschläge zu und er lässt diesen Wandel im Kleinen zu, damit man dann im Großen die Revolutionen und Kriege nicht führen muss. Und ich glaube, das wird viel zu wenig anerkannt. Und ich bin froh, dass diese Debatte vor allem heute in Österreich geführt wird, weil in Österreich wir ein bisschen einen passiven Zugang zum marxischen Denken haben. Also wir haben, ich glaube, der österreichische Seele tut es nicht gut und sie tut es auch nicht, dass sie einen blutigen Klassenkampf und Revolutionen anstachelt. Das war nie im Sinne der Österreicher. Aber die Österreicher antworten auf diese neue Welle des Marxismus oder der Ode an gewisse Formen des Marxismus immer mit passivem Widerstand. An diese globale Tyrannei des Kapitals antworten wir in Österreich mit Chlorhühnern und mit Angst vor Aktienbesitz, auf das Arbeitsleid und das Arbeitselend, da antworten wir Österreicher meistens mit Kuraufenthalten und Frühpensionen, und auf diese blinde Profitgier des Unternehmens, da antworten wir in Österreich leider immer mit einem Wunsch nach einem sicheren, ruhigen Beamtenjob. Und ich glaube, das gehört in Österreich auch einmal beleuchtet. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel Potenzial bei uns, aber wir schlagen uns regelmäßig unser unterem Potenzial. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir mit einer Wertedebatte Europa wieder motivieren und begeistern und nicht provozieren und Feindbilder schaffen. Deswegen hoffe ich eine spannende Diskussion heute und ich hoffe, dass wir dem Ziel näher kommen, die Menschen wieder mit Werten zu begeistern, Freiheit und Marktwirtschaft. Und vor allem der Brexit-Unfall, glaube ich, sollte uns einiges in Europa zu bedenken geben. Ich danke Ihnen und ich danke auch Frau Dr. Kolm für die tolle Organisation dieser Veranstaltung. Danke vielmals. Danke vielmals, Herr Dr. Wallner. Danke vielmals auch für die Gastfreundschaft wieder hier im Hause der Industrie, einem unserer wenigen
noch wenigen Verbündeten in Österreich, aber wir hoffen ja, dass sich das zunehmend ändern wird, dass das Verständnis für Leistungsprinzip, Eigenverantwortung und Wettbewerb ein höheres ist oder höher wird. Zunehmend, wie Herr Dr. Wallner so ausgeführt hat, Kapitalismus lässt sich ja auch ganz einfach nur damit erklären oder definieren, es ist der Schutz der Eigentumsrechte und nichts anderes. Und ich glaube, dafür sollten wir stehen, für die individuelle Freiheit, für die unternehmerische Freiheit, und die bedingt natürlich den Schutz dieser Werte und dieser Rechte. Das erste Panel wird das Thema hauptsächlich Brexit sein. Vor Nachteile des Brexit, was sind die Konsequenzen, aber warum ist er vielleicht auch passiert? Also wir werden sicherlich auch eine Ex-Post-Betrachtung machen, aber natürlich, welche Chancen ergeben sich daraus? Und jetzt kurz bevor die Ratspräsidentschaft bevorsteht, sollten wir vielleicht doch das eine oder andere Learning herausnehmen und das dann hoffentlich auch nach Brüssel gelangt und dementsprechend weiter diskutiert wird. Das heißt also, die Grundwerte wie freier Handel, wie freie Mobilität für dieses geeinte Europa, sind die jetzt in Gefahr durch den Abgang der Briten? Ist es tatsächlich ein Abgang oder wird sich das noch ändern? Diese Frage wird uns sicherlich Jonathan Isabey auch beantworten können. Wenn man manchen Stimmen in Brüssel Folge leistet, dann glauben ja manche noch immer, dass es nicht das letzte Wort gesprochen ist. Wir hatten letzte Woche die Roadshow in London. Dort war das für die Anwesenden ganz klar: a Brexit is a Brexit and will be a Brexit, a deal is a deal and is done. Aber wer weiß, wie Kontinentaleuropa und der eine oder andere Politiker dann noch an welcher Schraube auch immer sie drehen werden. Ich darf Sie jetzt gar nicht weiter aufhalten mit allgemeinen Bemerkungen, sondern gleich Jonathan Isabey vorstellen, der dankenswerterweise seinen Vortrag, seine Keynote auf Deutsch hält. Jonathan ist Journalist, bekannt einerseits durch Brexit Central, das er 2016 im September gegründet hat, und wo täglich einfach die Themen zu Brexit kommentiert werden, einerseits aus der Politik, andererseits aber auch aus der Wirtschaft. Er ist politischer Journalist, war bei BBC als politischer Analyst, dann im Westminster Newsroom für BBC, ist dann zum Daily Telegraph, und von dort ist er dann 2008 als Co-Editor zum Conservative Home, dem ersten britischen Online-Magazin, gegangen. Dann hat er natürlich mehrere Positionen auch in der British Taxpayers Alliance inne gehabt, bis er dann dort auch zum Chef, also zum CEO, Chief Executive Officer, avanciert ist, das er aber eben dann leider mit 2016 verlassen hat, als er Brexit Central gegründet hat. Er hat Deutsch in der Schule gelernt und hat also dankenswerterweise die Herkules-Aufgabe übernommen, seine Ausführungen auf Deutsch zu machen. Jonathan, the floor is yours. Thank you for joining us. Vielen herzlichen Dank für Ihre Vorstellung und Einleitung sowie für die Chance, bei der Free Market Roadshow sprechen zu dürfen. Es ist großartig, hier in Wien zu sein, um eine britische Perspektive zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union vorzustellen. Barbara hat mir gefragt, ob ich meinen Vortrag auf Deutsch ausführen könnte, und ich habe dem Vorschlag gerne zugestimmt. Ich habe an der Universität in England vor 20 Jahren Deutsch gelernt, auch wenn meine Karriere in der Politik in London mir nur wenige Chancen gegeben hat, diese linguistischen Fähigkeiten zu nutzen, weshalb ich den Großteil meines deutschen Vokabulars wieder vergessen habe. Trotzdem hat sich die Grammatik so sehr in meinem Gehirn gebrannt, dass ich mich immer noch daran erinnern kann. Also vergeben Sie mir, wenn Sie darum bitten muss, Ihre Fragen auf Englisch zu stellen und diese auch in meiner Muttersprache zu beantworten. Großbritannien trat 1973 in das, was damals noch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft genannt wurde, ein.
also 4 Jahre bevor ich geboren wurde. Es gab 1975 ein Referendum, wo die britischen Bürger gefragt wurden, ob sie ein Mitglied bleiben wollen, und die Bürger bejahten das mehrheitlich. Das Projekt wurde uns als wirtschaftliches Projekt verkauft, welches angeblich Prosperität und Freihandel fördern soll. Das solle ihr Hauptziel sein. Sind das lobenswerte Ziele? Natürlich sind sie es. Aber sind sie erfolgreich gewesen? Ich würde meinen, nein. Und werden die echten Ziele der Grünen-Werte der Europäischen Union verfolgt? Definitiv nicht. Tatsächlich ist es kein Geheimnis, dass das übergreifende Ziel der europäischen politischen Elite in Brüssel die immer engere Union der Mitgliedstaaten ist. Es ist immerhin am Anfang der europäischen Verträge erwähnt. Aber das britische Volk hat nie zugestimmt, Teil dieses Projekts zu sein, welches sich immer weiter zu einer engeren politischen Einigkeit auf dem Kontinent hin bewegt. Unterstützer des europäischen Projekts in Großbritannien wussten genau, dass das britische Volk solch einem Ziel nie zustimmen würde. Also waren sie unehrlich in der Art und Weise, wie sie uns das Konzept verkauft haben. Um fair zu sein, das war nie wirklich ein Problem in Kontinentaleuropa. Ich höre so oft europäische Politiker sagen, dass die Antwort zu allen Problemen mehr Europa ist. Mehr Zentralisierung, mehr Harmonisierung, mehr Souveränität abtreten von den Nationalstaaten an Brüssel, mehr Macht für die nicht gewählte Europäische Kommission. Diese europäischen Politiker sind generell ehrlich mit ihrer Wählerschaft gewesen. Und tatsächlich, seit die Briten sich dazu entschieden haben, die Europäische Union zu verlassen, haben wir Personen wie den Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, und den französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, gehört, wie sie ihre Pläne der tieferen Integration vorantreiben wollen. Die Tatsache, dass Großbritannien die Union verlässt, macht es ihnen möglich, ihre Pläne schneller durchzuziehen, da wir sie aufgehalten haben. Dafür werden sie vielleicht dankbar sein. Aber es ist Beweis genug, dass diese Scheidung nötig ist, da wir komplett andere Dinge wollen. Ich habe vorhergesagt, dass manche sagen, es gehe bei der Europäischen Union um die Förderung der Prosperität. Aber die Beweise dafür sind kläglich. Zur Zeit des Referendums 2016 zum Beispiel hat die USA ihr Bruttoinlandsprodukt um ca. 13% in den letzten 8 Jahren steigen sehen. In demselben Zeitraum ist das BIP der EU um gerade einmal 3% gestiegen. Tatsächlich, als wir darum gefragt wurden, unser Vertrauen in die Mitgliedschaft in die EU zu legen, um zukünftige Prosperität zu sichern, war dies der einzige Kontinent mit einem langsameren Wirtschaftswachstum als die Antarktis. Übrigens wurde vor der Pro-EU-Kampagne während des Referendums argumentiert, dass das Verlassen der EU zu einem sofortigen wirtschaftlichen Desaster in Großbritannien führen würde. Der damalige Finanzminister George Osborne behauptete, dass 2 Jahre nach Austritt unser BIP um 6% niedriger sein würde. Er meinte auch, eine direkte Konsequenz der Wahl des Verlassens der EU wäre ein signifikanter Verlust von Arbeitsplätzen überall in Großbritannien. Innerhalb von 2 Jahren würden mindestens 500.000 Jobs verloren gehen. Und das ist am unteren Spektrum, wo der Vorhersagen über Großbritannien hinweg könnten bis zu 820.000 Jobs verloren gehen. Auch Christine Lagarde vom Internationalen Währungsfonds rechnete damit, dass die Reaktion des Markts auf einen Austritt negativ und vielleicht schwierigend sei. Die Realität, der sofortige und profunde wirtschaftliche Schock, den das Finanzministerium vorhergesagt hat, ist nicht zu sehen.
da es kontinuierliches Wirtschaftswachstum in jedem Quartal seit dem Referendum gab. Stattdessen haben so ziemlich alle offiziellen Projektionen ihre Wachstumsvorhergesagen für jedes neue Quartal nach oben korrigiert. Das Konsumentenvertrauen ist gestiegen. Die Produktionsleistung geht nach oben mit Bestellzahlen, die so hoch sind, wie seit 1988 nicht mehr. Die Arbeitslosigkeit ist außerdem auf dem niedrigsten Niveau nicht nur seit dem Beginn der Finanzkrise, sondern seit den 70er Jahren. Und sie fällt immer noch. Es sind jetzt schätzungsweise 450 mehr Menschen angestellt im Vergleich zu der Zeit vor dem Referendum vor 2 Jahren, trotz dieser Vorhersagen, dass die Arbeitslosigkeit mindestens um 500.000 steigen würde. Als, ich wiederhole, eine direkte Konsequenz des Votums für einen Austritt. Nicht, wenn wir die EU formal 2019 verlassen, sondern sofort am Tag nach dem Referendum. Und die guten Nachrichten für Großbritannien gehen weiter. Der Exodus von ausländischen Investoren, welcher von so vielen vorhergesagt wurde, hat sich nicht materialisiert. Eigentlich das genaue Gegenteil ist der Fall. Große Investoren wie Nestlé, Toyota, Jaguar Land Rover, Honda, Aviva, Nissan, Google, Facebook, Apple und IBM waren unter den vielen, die relativ schnell bekannt gaben, dass sie weiterhin in Großbritannien investieren würden. Und es gibt noch mehr. Die Deutsche Bank gab ein Vertrauensvotum an die City of London mit einem 25-jährigen Versprechen, im Herbst in London ein neues Quartier aufzuziehen. Leitende Angestellte bei UBS, Credit Suisse und der Société Générale planen, ihre Investitionen in Großbritannien zu erhöhen. Lidl investiert 1,5 Milliarden Pfund in Großbritannien als Teil eines Plans, 50 bis 60 neue Supermärkte zu eröffnen. Investitionen in den Technologiesektor sind seit dem Referendum überall in Großbritannien mehr als doppelt so hoch gewesen wie bei unserem nahestehenden Mitbewerber Deutschland. Großbritanniens Wirtschaft ist konkurrenzfähiger auf der globalen Bühne als zu irgendeinem Zeitpunkt im letzten Jahrzehnt, seit ein einflussreicher Index veröffentlicht von World Economic Forum. London ist an der Spitze eines neuen Index, der als einer der gründlichsten internationalen Städte-Rankings angesehen wird. Und trotz der Panikmacherei von manchem wurden Studenten aus der EU nicht davon abgeschreckt, in Großbritannien zu studieren. Die Anzahl an ausländischen Studenten, die sich an britischen Universitäten beworben hat, hat ein neues Rekordhoch in den letzten Monaten erreicht. Aber um zur Wirtschaft der EU zurückzukehren, muss man einen Blick auf den selbst zugefügten Schmerz legen, den die Europäische Union sich zugezogen hat, weil sie Länder mit ungleichen Wirtschaftsniveaus gezwungen hat, die Einheitswährung, den Euro, anzunehmen. Ich werde für immer dankbar sein, dass Großbritannien niemals in dieses selbstmörderische Unterfangen reingezogen würde. Sie müssen sich nur die schrecklichen Zahlen der Jugendarbeitslosigkeit in südeuropäischen Ländern wie Griechenland oder Spanien ansehen, um die Probleme zu sehen. In diesen Ländern haben tatsächlich die Hälfte der jungen Erwachsenen keinen Job. Eine ganze Generation tragischerweise verdammt zu einem Leben der wirtschaftlichen Inaktivität im Namen eines politischen Projekts. Der Euro für mich ist ein typisches Beispiel des Dogmas der Europäischen Union, des One-Size-Fits-All, der Einheitsgröße. Dass die Lösung zu einem Problem, welches vielleicht für Lyon richtig ist, auch die Antwort in Lissabon, Limassol, Leipzig und Ljubljana sein muss. Aber das ist, wo London widerspricht. Für mich und eine historisch hohe Anzahl von meinen Landesleuten, die
2016 für den Austritt aus der EU gestimmt haben, ging es bei unserer Entscheidung darum, die Souveränität wieder zu erlangen, welche gradual über die letzten 40 Jahre hergegeben wurde. Es ging darum, die Kontrolle über unsere Gesetze, unsere Grenzen, unser Geld und unsere Handelspolitik wieder zu erlangen. Ich wollte, dass Großbritannien wieder frei darin ist, ihr eigenes Schicksal zu wählen, dass es Politiker sind, die ich gewählt habe und mich dazu entscheiden kann, sie nicht mehr wieder zu wählen. Diejenigen sind, die entscheiden, welche Gesetze und Regulierungen uns in Großbritannien betreffen. Keine entfernten Bürokraten, die in Brüssel in ihren Büros sitzen. Und einer der grundlegenden Aspekte darin, die Kontrolle wieder zu erlangen, ist es weiter einen Sitz in der Welthandelsorganisation einzunehmen, als eigenes und abhängiges Mitglied. Für mehr als 40 Jahre musste Großbritannien diese Verantwortung an irgendjemanden abgeben, der in Brüssel sitzt und für uns unsere Handelspolitik schmiedet. Die Zollunion ist ein grundlegender Aspekt der EU-Mitgliedschaft und weit entfernt von einer Freihandelszone, anstatt vielmehr ein protektionistischer Schläger. Der gemeinsame externe Zoll der EU, welcher festlegt, welche Zölle und Quote auf Importe in Zollunion zu treffen, er legt Zölle auf Produkte, viele davon, die Großbritannien nicht produziert und somit kein Interesse hat, sich zu schützen. Das resultiert in höheren Preisen für Konsumenten und trifft die Armen am meisten. Außerhalb der EU wird es also Großbritannien möglich sein, ihre Importzölle zu reduzieren, um sowohl die Preise der Konsumgüter zu senken, wie auch Freihandelsverträge mit anderen Ländern auszuhandeln, welche wiederum Zölle auf unsere Exporte senken. Genauso werden die Ärmsten in anderen Regionen der Welt schwer von der Handelspolitik der EU getroffen. Sie fördert billige Importe von Primärgütern wie Kaffee oder Thunfisch, aber bestraft Importe von verarbeitenden Versionen derselben Güter schwer. Dies begünstigt europäische Produzenten, während es die Sache schwieriger für Entwicklungsländer macht, sich aus der Armut zu befreien. Wir in Großbritannien haben auch die Möglichkeit, nun die Fahne des globalen Freihandels wehen zu lassen. Das Argument für ungehinderten Handel als bestes Instrument zu verwenden, welches uns zur Milderung der Armut und der sozialen Gerechtigkeit zu Hause wie auch im Inland zur Verfügung steht. Aber dies können wir nur außerhalb der Europäischen Union tun. Dankeschön. Ja. Danke vielmals, Jonathan Eseby. Die Somewheres und die Anywheres, wie sie David Goodhart ja vor 2 Jahren schon anlässlich des Brexits beschrieben hat, glaube ich, sind da ziemlich klar herausgekommen bei dieser Diskussion. Ich hoffe, wir können dann auch über die Zukunft sprechen, weil das wird natürlich, das ist das, was ja uns betrifft und wie das jetzt weitergeht mit Brexit. Ich darf Herrn Dr. Michael Jäger bitten um seine Worte zum Thema und darf ihn auch noch kurz vorstellen, obwohl er in diesen Kreisen natürlich sehr bekannt ist. Als Generalsekretär der European Taxpayer Association ist er jemand, der massiv dafür auftritt, dass unsere Steuern nicht ins Uferlose laufen. Deswegen wird ich vielleicht auch die Diskussion, die nächste am 17. hier in Wien geführt wird, anlässlich einer OECD-Konferenz, ob man doch endlich die Harmonisation aller Steuerbasen erreichen könnte, sicher interessieren und du wirst sicherlich mit Begeisterung dabei sein. Aber neben seinem Job als Generalsekretär ist er natürlich auch in der Bavarian Taxpayer Association aktiv und ist auch Geschäftsführer und Manager des Europäischen Wirtschaftssenats und in dieser Funktion natürlich auch permanent mit Unternehmern konfrontiert. Er ist selber auch Unternehmer, schreibt aber auch und hat also auch den Journalismus im Blut. Ich darf dich bitten um deine Ausführungen. Danke.
Steuerharmonisierung, da kriege ich gleich Gänse auf. Das muss ich gleich vorweg schicken. Also, ich wünsche einen schönen guten Nachmittag, wie man es hört. Ich habe auch Deutsch gelernt, aber mit bayerischem Akzent. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich glaube, in Wien und in Österreich versteht man mich ja. Das Thema Brexit ist natürlich schon, sage ich mal, ein Schlag ins Gesicht jeden Europäers, kritisch oder auch nicht kritisch. Ich muss für mir selber sagen, ich hatte da eine Tagung in Hannover von den Vorständen, von dem Steuerzahlerbund. Also wir sind alle Landesverbände treffen sich, weil wir die Politik gemeinsam besprechen. Und da hat keiner damit gerechnet, wie er ins Bett gegangen ist nach 3 Schoppen Wein, dass er in der Früh aufwacht und da ist der Brexit vollzogen. Also man hat gedacht, es gibt in Bayern sagt man eine Watschen, einen Schuss vor den Bug und die Leute werden kritisch sich äußern und es wird knapp ausgehen, aber pro Europa. Und das ist natürlich schon eine interessante Sache, was daraus geworden ist. Und ich kann es nur für mich sagen, ich habe das sehr gut notiert und wahrgenommen, was die deutsche Politik speziell, aber auch die Brüsseler Politik, dann Europapolitik dann gesagt hat. Ja, wir haben verstanden, Bürger wieder näher ranbringen nach Europa und so weiter und so fort. Und dann ist die Frage jetzt ganz konkret, was ist in den letzten 2 Jahren passiert, dass es besser macht für uns, für Europa, dass die Menschen, die sich von Europa entfernt haben, näher an Europa ranrücken? Gar nichts. Das Einzige, was passiert ist, muss ich auch sehr kritisch sagen, an die eigene Nase fassen, der Günther Oettinger, ich kenne den Günther ganz gut, als Kommissar für den Haushalt habe ich eigentlich etwas anderes erwartet, weil die Idee war dann, einen Haushalt aufzublähen, eine eigene Steuer einzuführen, weil Brexit lernt uns eins, wir müssen jetzt mehr Geld in die Hand nehmen. Und das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Das ist auch jetzt im neuen EU-Haushalt so, dass Mehrausgaben vorgesehen sind. Ist auch gut, wenn man in Bildung investiert, es ist gut, wenn man nach Afrika oder in Afrika-Politik etwas investiert, aber dass man das System an sich mal in Frage stellt, die Institutionen reformiert, da ist nichts passiert. Und das ist eigentlich das Ärgerliche, also Lessons learned, was haben wir daraus gelernt, sage ich mal, die Europäer, die verbliebenen 27 scheinbar nicht zu viel. Und da muss man natürlich ansetzen. Und da ist unsere Hoffnung immer sehr groß. Als Bayern blicken wir immer sehr dankbar nach Österreich. Wenn ihr dann einen Regierungswechsel habt, wenn Ankündigungen kommen, was auch in der alten Regierung schon mal war, wo man sich nicht geeinigt hat, dass dann die Erbschaftssteuer wegfällt, das finde ich wunderbar. Ja, das ist für uns immer guter Antrieb. Oder wie dann die Slowaken die Steuern gesenkt haben mit ihrer Flat Tax, hat Österreich nachgezogen, dann kam Deutschland auch nicht umhin. Also der Wettbewerb hat wunderbar funktioniert. Das ist wie beim Autobauen, wenn halt Audi die schnelleren und besseren Autos eine Zeit lang baut, dann zieht BMW nach und Mercedes auch und so ist es ein Wettbewerb, so muss es auch sein. Und der geht nicht nach unten, weil das ist, wissen wir alle, die Ökonomen, dass wenn die Rahmenbedingungen passen, die Steuern niedrig sind, dass dann einfach auch mehr Geld in die Kassen gespült wird. Das kann man empirisch nachlesen und wer es nicht glaubt, wir haben auch dazu eine Studie auf der europäischen Seite veröffentlicht. Ich habe gerade der Barbara, also ich habe nicht irgendwas gemacht am Handy, noch ein Brexit-Papier von uns geschickt. Das ist zwar schon auch 1,5 Jahre alt, aber das sind einige Hintergrundinformationen. Wer das gerne haben will, kann gerne die Adresse an die Barbara Kolm geben, E-Mail-Adresse, dann kann man das gerne zur Verfügung stellen oder auf die taxpayers-europe.org-Seite gehen, da ist es hinterlegt. Brexit, lieber Jonathan, ist auch immer sowas wie eine Scheidung. Und eine Scheidung muss irgendwie auch ein bisschen wehtun. Also wenn man sich ganz toll freut, wenn man auseinandergeht, gibt es sicher eine Vorphase. Irgendwo muss da mal was gegeben haben, wo es einen Konflikt gegeben hat. Und es ist ein Trugschluss, das sage ich jetzt auch als Steuermann, zu glauben, dass danach alles gleich ist, wie es vorher war. Es ist halt anders. Ja, und dann wird sich halt Großbritannien neue Partner oder eine andere Partnerschaft suchen. Und wenn man Kinder hat, gemeinsame Verantwortung hat, dann muss man sich in irgendeiner Form drum auch kümmern. Und das Kind sind die geschichtlichen Entwicklungen, die Verpflichtungen, die seit 1973 worden sind. Also wir haben ja auch britische Beamte, die wollen alle eine Pension. Und das ist schon in Ordnung, wenn ihr rausgeht. Und das ist die Frage des Cherrypicking. Wenn man an Programmen teilnehmen will, dann muss man auch was dafür zahlen. Man kann jetzt sagen, naja, ich gehe raus, ich mache da ein bisschen was, aber da möchte ich das Programm mitmachen, aber ich zahle nichts rein. Das funktioniert nur einseitig, aber wir werden eine Lösung finden müssen. Denn klar ist natürlich auch, dass die Abhängigkeit von Großbritannien und auch von Europa, vom Handel her, extrem groß ist. Das sehe ich von der bayerischen Wirtschaft auch, Automobilbau. Und man muss sich halt eins mal vorstellen, wenn Großbritannien einen harten Brexit macht, dann ist das ein Drittstaat.
dann ist es auch bei der Ausfuhr-Wegzugsbesteuerung hin und her, dann ist es natürlich schon schwierig, auch in der Wertschöpfungskette etwas zu machen. Und deswegen ist es für uns alle nötig, dass wir hier jetzt nicht im Hass, ja, wie so oft gesagt wird, die Briten müssen das spüren, das hört man ja auch ganz oft. Das ist ein vollkommener Unsinn. Man muss ganz klar Kante zeigen und sagen, es gibt einen Vertrag, es gibt ein Recht, ein bestehendes Recht, an das sich 27 Länder halten müssen. Insofern kann es kein Privileg für Großbritannien geben, wenn es das für Deutschland, Frankreich und für andere nicht gibt. Das wäre auch eine Vertragsverletzung, aber man muss einen Weg finden, wie wir Handel treiben. Und EWR, ich habe vor einem Jahr ungefähr in Liechtenstein mit dem Liechtensteiner Botschafter von Großbritannien und gesprochen, Liechtenstein und Schweiz. Und klar ist, dass der EWR natürlich nicht in Frage kommt, das Modell, weil da müsstet ihr einzahlen, dürft nicht mitentscheiden und müsst alle Rechte übernehmen. Also dann hättet ihr gleich drinnen bleiben können. Ne? Also wird das auch nicht passieren. Also es wird irgendwo ein Weg sein, es wird lange Übergangsfristen geben, es wird eine Zahlung geben. Wie hoch die ist, muss man sehen, weil es gibt Verpflichtungen, die über 2019 hinausgehen. Und da kann es halt nicht sein, dass Europa zahlt, Großbritannien profitiert, aber man muss das Ganze fair machen. Falsch ist, was jetzt passiert ist, hatte ich schon gesagt, wenn die EU meint, mehr regeln zu müssen, in mehr ins Detail jetzt zu gehen und noch mehr zu harmonisieren, um zu sagen, das ist das, was wir jetzt daraus gelernt haben, das ist der falsche Ansatz. Denn so wie es die Barbara gesagt hat, OECD schlägt jetzt eine Vermögensteuer vor, weil das Vermögen ist ungleich verteilt. Und die Lösung ist, dass wir jetzt praktisch eine Vermögensteuer erheben, in Europa, wie auch immer. Es wird diskutiert, eine europäische Arbeitslosenversicherung, das trifft dann Österreich und Deutschland und andere, die vielleicht ein bisschen geschickter unterwegs sind, wo wir dann zusätzlich etwas erheben müssen, damit wir in einen Topf einzahlen, damit das Ganze dann auf europäischer Ebene irgendwie gelöst wird, so wie auch die europäische Einlagensicherung, wo ich auch sagen muss, das gleiche Modell wie auch in Österreich. Wir haben unsere Institutsgarantie, dass bei uns eigentlich keine Raiffeisenbank, keine Sparkasse eigentlich pleite gehen kann, aber die müssen und sollen auf einmal in einen europäischen Topf einzahlen, wo dann marode Banken und Systeme gerettet werden. Also dieser No-Bail-Out, den wir eigentlich nie wollten, der aber dann doch tatsächlich gekommen ist, dass man doch haftet für andere, das soll jetzt dann ausgeweitet werden. Das ist die Idee, die dahinter steckt, wie man jetzt das Brexit lernt. Und ich glaube, das, wenn passiert, dann geht es genau in die andere Richtung. Dann treibt man andere Länder noch eher an die Überlegung auszutreten. Man kann natürlich auch nicht Großbritannien vergleichen jetzt mit einem Euroland. Ein Euroland kommt nicht ganz so leicht raus aus der EU, wie es ein Nicht-Euroland tun kann. Es gibt einen europäischen Stabilitätsmechanismus, es gibt das Eurosystem, das EZB-System. Also insofern wird sich da einiges tun müssen. Aber auch da war der Reflex, denken Sie mal zurück mit der Euro-Krise, was ist passiert? Wie der Euro eingeführt wurde, haben zwei ganz unbedeutende Länder, nämlich Frankreich und Deutschland, die Kriterien als erstes verletzt. Also ist es eigentlich nicht unverständlich, dass dann alle Länder das auch dürfen. Und was ist dann passiert? Man hat einen Two-Pack, Six-Pack, neue Regeln, ESM, EZB und so weiter und Target-Systeme umgestellt, in der Hoffnung, dass man da Druck rausnimmt. Das mag sogar auch funktioniert haben, dass praktisch die Spekulanten, die Soros dieser Welt nicht haben profitieren können. Aber wir haben so viel Geld reingepumpt an Liquidität, das irgendwann wieder raus müsste. Die Zinsen sind dramatisch niedrig, ganz schlecht für die Wirtschaft, für die Sparer, für die Pensionskassen. Also ein Drama eigentlich. Also die Zinsen müssen eigentlich wieder hochgehen, aber sie tun es nicht. Warum? Weil die Regierungen es versäumen, sich zu entschulden. Ganz einfach, ich habe 91 Examen gemacht, ich bin ein normaler Diplomkaufmann, übrigens kein Doktor, ich bin nur ein, macht nichts, ich lasse mich immer adeln, ja, das ist, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe mal gelernt, Annuität, Annuität ist Zins plus Tilgung. So, ich habe selber mal mit fast 9% finanziert, dann konnte ich nicht so viel tilgen, wie ich angefangen habe zu arbeiten. Aber dann habe ich halt dann niedrige Zinsen gehabt, habe ich mehr getilgt. Das macht die Politik nicht. Unsere Schulden auch in Österreich sind teils gewachsen. Die Zinszahlungen sind dramatisch runtergegangen. Das heißt, diese Regierung haben die Zukunft der Kinder begonnen zu verfrühstücken. Und das ist ein ganz großes Problem, weil wenn die Zinsen irgendwann mal wieder steigen in den USA, das gibt ja schon die ersten Bewegungen, dann wird Europa irgendwann mal nachziehen. Und ich kann es Ihnen jetzt nur für Deutschland sagen, wir haben rund 2 Billionen Staatsverschuldung ohne die Pensionslasten.
Und dann können Sie sich ausrechnen, wenn das Zinsniveau mal 2% steigt, sind es 40 Milliarden, die wir dann mehr an Zinsen zahlen müssen. Ja, und deswegen hat zum Beispiel der Freistaat Bayern mit dem Druck des Bayerischen Steuerzahlerbundes bei der letzten Wahl ein Referendum gemacht, einen Bürgerentscheid, wo die Bürger entscheiden durften, wollte einen Schuldenstopp in der Bayerischen Verfassung verankert haben. Ja, nein, das haben wir geschafft. Und seitdem, seit 2013, letztendlich seit der letzten Wahl, dürfen wir keine neuen Schulden mehr in Bayern aufnehmen. Ganz wichtig, obwohl wir eine sehr gute Regierung haben, die das bislang seit Jahrzehnten jetzt zurückzahlt und keine neuen Schulden macht. Man weiß ja nie, wie die Konstellation mal ist, wer an die Regierung kommt, ob dann die Hähne wieder aufgedreht werden. Und oh Wunder, obwohl Bayern zurückzahlt, Bayern kann investieren, Bayern wird 2030 keine Schulden mehr haben. Also wir in Bayern sind nicht davon betroffen, wenn einmal der Zins wieder steigt, negativ. Also uns geht das Geld nicht verloren. Also man muss, denke ich, aus dem Brexit was lernen. Und auch mein Hinweis, das hatte ich dir vorher auch gesagt, Jonathan, natürlich seid ihr bis 2019 noch mit drin. Spannend wird es im Jahr 2020. Spannend wird es, wenn es mal wieder eine Krise gibt, die wir in Europa dann irgendwo meistern. Flüchtlinge kommen nicht so nah zu euch, rundherum Atlantik, ein bisschen schwierig, und durch Europa durch. Ihr könnt es dann natürlich euch schon ein bisschen mehr schützen. Damit bin ich auch schon relativ am Schluss, weil wir auch nachher diskutieren wollen. Wir müssen halt in Europa auch beginnen, Lehren zu ziehen und zu sagen, Werte, heute auch das Thema, und gemeinsame Ziele, was soll denn europäisch geregelt werden? Ja, wenn ich jetzt in Wien bin, wenn die Stadt Wien ein Problem hat, dann muss das erstmal die Stadt Wien selber bitte regeln. Wenn das nicht geht, dann wird es hier das Bundesland mit involvieren. Wenn das nicht geht, ist es ein österreichisches, nationales Problem. Und wenn es so wichtig ist, dass es ein europäisches Thema ist, muss es europäisch gelöst werden. Aber dann müssen wir halt endlich mal auch uns wieder an die Nase fassen, was sollen denn die europäischen Themen sein? Was wollen wir denn europäisch lösen? Was wollen wir? Ich vom Steuerzahlerbund sage, oder wir sagen ganz klar, nicht die Steuern. Wir wollen Wettbewerb, wir wollen sicherstellen, dass ein fairer Wettbewerb stattfindet. Unfair darf er nicht sein. Ich finde es auch exzellent, wenn Ihr Kanzler sagt, reinvestierte Gewinne, das ist ein Ziel, sollen steuerfrei gestellt werden, wenn sie im Unternehmen bleiben. Das estische Modell finde ich super. Wenn man das Geld arbeiten lässt, da wo es am effizientesten ist, dann ist das klasse, dann kann man höhere Löhne zahlen. Man zahlt ja trotzdem Steuern, das Geld ist ja nicht weg. Und wenn man das Geld rauszieht, dann gibt es eine Besteuerung. So funktioniert das in Estland. Und in Europa und in der Welt hat sich eines bewahrheitet, da wo die Steuern niedrig sind, da gibt es auch weniger Ambitionen für Schwarzarbeit, das ist auch logisch. Ja, und da, wo die Steuern hoch sind, da gibt es natürlich höheres Interesse, auch die Steuern anders zu optimieren. Insofern muss man sich überlegen, wo soll Europa denn ansetzen? Ich könnte mir zwei Felder vorstellen. Das eine ist das Thema Migration, da kommen wir nicht drum rum, weil die Menschen werden in Afrika mehr, ob wir das wollen oder nicht. Die Menschen, wenn einen Konflikt haben, gehen dahin, wo sie meinen, dass das Leben besser ist. Und so eine Mauer können sie in Europa gar nicht bauen, so hoch, wenn die irgendwann das Gefühl haben, wenn da Milliarden bis 2060, wenn man 2,9 Milliarden Menschen in dem Bereich Afrika und Arabien haben, bis zur Türkei, das sind viele Menschen. Und wenn sich da auf den Weg machen, haben wir alle ein Problem. Also muss man das Problem dort lösen. Das, denke ich, beginnt die Kommission der EU gerade richtig zu erkennen. Und das Zweite ist wirklich die Verteidigung, die Effizienz. Und da gibt es auch in München eine nicht kleine Firma, Krauss-Maffei Wegmann. Und da sagt auch der Chef selber, man könnte 40% einsparen, wenn man ein bisschen mehr dort standardisieren würde. In Deutschland gibt es, damit schließe ich, drei verschiedene Waffengattungen. Wir haben das Heer, wir haben die Marine und die Luftwaffe. Wir haben aber sieben verschiedene, vom gleichen Modell, sieben verschiedene Helikopter. Und wenn Sie mal überlegen, wie viele Waffen es gibt, automatische Waffen in Europa, natürlich kostet das alles Geld. Wir haben ein Modell, was funktioniert hat, das war Airbus. Das hat funktioniert, da sind wir wettbewerbsfähig geworden und da hat man Kosten gespart. Das wäre eine Idee, wo man sich halt überlegen könnte, also Verteidigung, Migration, Rahmending setzen, einen fairen Deal machen mit Großbritannien. Und mein Petitum ist immer, mehr Europa dort, wo es nötig ist, und weniger Europa da, wo es möglich ist. Vielen Dank.
Danke sehr. Die nächsten Ausführungen bringt uns Herr Dr. Richard Zundritsch näher. Dr. Zundritsch hat in Wien Jus studiert und hat dann eine Karriere im Finanzwesen, im International Banking gehabt, war im International Corporate Finance und natürlich auch in Venture Capital tätig, bevor er sich dann selbstständig gemacht hat und Family Offices betreut und jetzt in der Schweiz lebt, aus bestimmten Gründen. Lieber Richard, bitte. Und natürlich ist er auch Vorstandsmitglied im Hayek-Institut und im Austrian Center. Ja, danke vielmals. Es freut mich, hier zu sein. Auch ich rede normalerweise Englisch, glaube aber, mich hier verständlich machen zu können. Habe gerade die Free Market Roadshow wieder mal einige Stationen gemacht. Griechenland, heute früh waren wir in Bratislava, vorher Stockholm, Kopenhagen, London. Ich mache das immer wieder gern, nicht nur, weil wir die Werte verbreiten wollen, sondern weil es mich auch tatsächlich interessiert, was in diesen einzelnen Ländern so vor sich geht, wo die Tendenzen hingehen. Wir haben verschiedene Dinge. Migration ist in manchen Ländern ein Thema, in manchen, weil dorthin migriert wird. In Griechenland zum Beispiel, weil sie sehr viele Migranten im Moment aufnehmen und dort die Zwischenlager haben. Migration ist auch in der Schweiz, wo ich jetzt wohne, ein Thema. Und angefangen hat das Ganze, wir waren die EFTA, da waren die Engländer dabei, die Österreicher, die Schweden, und dann sind immer mehr EFTA-Länder zur EU gegangen. Und jetzt ist die EFTA nur mehr Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz, die haben eben dann Einzelverträge machen müssen mit der EU, weil alle anderen dabei waren. Und die Schweiz hat im Moment ein Modell mit 120 Einzelverträgen, das nennen sie dort die bilateralen. Und da geht es um zwei Dinge im Wesentlichen. Was ist, wenn das Schweizer Volk etwas beschließt, was in den Bilateralen entweder nicht drinsteht oder aber den Bilateralen widerspricht, wie zum Beispiel die Zuwanderungsbeschränkung. Schweizer sind, glaube ich, das Land in Europa mit den meisten Zuwanderern. Also ich wohne in einem Dorf, da sind 35% Ausländer. Dazu gehöre auch ich. Man kann sich im Moment in die Schweiz relativ leicht niederlassen, wenn man ein Bürger der EU ist. Da bekommt man allerdings 5 Jahre lang nur die sogenannte B-Bewilligung, die heißt bekannterweise Tagesaufenthalter. Aber in den Verträgen steht es drin, ich habe jetzt die 5 Jahre hinter mir und jetzt habe ich das, was die Amerikaner sozusagen Green Card nennen würden. Aber das eine Problem war, dass die Schweizer eben in einer Abstimmung gesagt haben, wir wollen die Auswanderung beschränken. Das widerspricht aber dem Schengen-Abkommen und den bilateralen Verträgen mit der EU und das muss jetzt neu verhandelt werden. Das ist das eine Problem. Was ist, wenn die Schweizer etwas tun, das den Bestehenden bestehen? Wie werden die verändert? Das zweite ist, was passiert, wenn die EU ihr Recht weiterentwickelt in irgendeiner Form und davon die Schweiz betroffen ist und das daher umsetzen muss? Derzeitiges Beispiel ist dieses vollkommen abstruse neue EU-Waffenrecht, was beschlossen wurde und das jetzt die einzelnen Länder umsetzen müssen.
daran werden diese furchtbaren halbautomatischen Waffen, die, also die sogenannten Sturmgewehre, die so furchtbar schrecklich sind, als Kategorie A-Waffen eingestuft, verbotene Waffen. Nicht einmal das, was man bei uns Kategorie B-Waffen, also Halbautomaten nennt, sondern ganz, ganz schlimme Dinge. Das Problem ist, dass jeder Schweizer, der in der Armee ist, mit seinem 18. kriegt er so ein Ding, ist in vollautomatischer Version. Bis 40, wenn er aus der Armee ausscheidet, hat er das daheim im Schrank. Dann kann er sich's kaufen von der Armee, dann wird es umgebaut auf Halbautomaten, dann hat er es weiterhin im Schrank. Und jedes Dorf in der Schweiz hat einen Schießstand mit einem Schützenverein und da üben sämtliche Armeeangehörigen und alle anderen, die dieses Ding privat daheim haben. So, jetzt passiert Folgendes, die EU beschließt, wir müssen das ändern und die Schweizer sagen, Die Schweizer Regierung macht sogar noch Goldplating. Das ist etwas, was ich gerade in unserem Regierungsprogramm gelesen habe. Das ist, wenn die EU irgendwas beschließt, aber das jeweilige Land noch dazu Vorzugsschüler spielen wird und das, was die EU beschlossen hat, noch einmal vergolden, das heißt noch einmal eine strengere Regelung erlassen will. Das ist zum Beispiel aus Griechenland, die EU beschließt eine Corporate Governance Initiative, damit sich Unternehmen gescheit benehmen. Dieses soll gelten für Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern und die börsennotiert sind und so weiter und so fort. Die Regelung ist schon schrecklich genug. Was macht Griechenland? Schießt sich wirtschaftlich in den Fuß, indem es beschließt, dass selbige Regelung, die für Großkonzerne gedacht ist, für Unternehmen gilt, die 10 Mitarbeiter haben. Ähnliches passiert also jetzt mit dieser Waffenrichtlinie, die Leute versuchen, das noch strenger zu machen. So, jetzt fragt sich jeder, warum muss bitte die Schweiz die EU-Waffenrichtlinie übernehmen? Naja, Schweiz ist zwar nicht EU-Mitglied, aber Schengen-Raum-Mitglied. Und da können die Leute ohne Pass über die Grenze fahren und daher werden diese Regelungen übernommen. Wenn das in der Schweiz so beschlossen werden sollte, gibt es in der Schweiz unter Garantie ein Referendum und da wird es nicht nur um Schengen gehen, sondern um sämtliche Bilateralen. Und das ist das, was eigentlich in sehr vielen Ländern und was der Michael auch schon angesprochen hat, das ist, worauf es ankommt. Welches Recht ist anzuwenden? Wie viel eigenständige Gesetzgebung kann jedes Land haben? Und was muss eigentlich auf EU-Ebene beschlossen werden? Viele Länder sagen, das Waffenrecht ist in Österreich wunderbar, das brauchen wir nicht ändern, warum soll man jetzt das tun? Weil es geht immer wieder nur auf die. Letzter Satz. Es geht nun um eine Rahmenvereinbarung zwischen der Schweiz und der EU. Ähnliches wird es auch für England geben. Und da ist das schwerwiegendste Thema die Gerichtsbarkeit bei Streitigkeiten. Da geht es darum, wie etwaige Schiedsgerichte bestimmt werden und vor allen Dingen, wie die Aufteilung bei Rechtsstreitigkeit sein kann. Was ist reines schweizerisches Recht? Was ist reines EU-Recht, wo die jeweiligen dann die Zuständigkeit bei den Gerichten haben? Und was ist gemischtes Recht, wo es eine Schiedsgerichtbarkeit geben wird? Und alles Weitere dann bei der Diskussion. Danke vielmals. Danke vielmals, Dr. Zundretsch. Ich darf, bevor ich gleich Felix, wo ist er? Oder wer nimmt das Mikrofon bitte? Für die Fragen. Gut, dann machen wir das spontan, ganz im Hayek'schen Sinne. Bitte, danke, Resa. Ich darf nur kurz rekapitulieren. Erste unterschiedliche Wahrnehmung
Kontinentaleuropa und Großbritannien. Das zweite Thema vor allem, man muss, auch ganz im Sinne von, wer ist man oder entscheidet doch manchmal vielleicht auch das Volk und das Individuum. Und der dritte Punkt, wo beginnt die Subsidiarität beziehungsweise wo haben wir sie schon längst aufhören lassen? Ich darf um Ihre Fragen bitten oder kritischen Bemerkungen. Bitte. Wolfgang Helper, mein Name. Herr Jäger hat einen guten Begriff eingeführt, den Begriff der Scheidung. Nein, der Ehe. Das Gegenteil ist die... Hier reden wir von einer Scheidung. Das ist ein emotionales Thema, da kann man keinen Business Case daraus rechnen. Jetzt. Ich glaube, England ist die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas. Es ist im Interesse der europäischen Staaten und Englands, hier einen Weg zu finden. Ich glaube, den Ausgleich wird gefunden werden. Das sind operative Maßnahmen. Was mich aber wirklich bewegt, ist die geopolitische Dimension. Weil seit den Napoleonischen Kriegen hat sich eigentlich England immer aus den Händeln des Kontinents herausgehalten, es sei denn, wenn ein Hegemon drohte, den Kontinent in eine Hand zu bringen. Die Gefahr bestand bei Deutschland, darum wurden Allianzen, Lord Castlereagh war da sehr federführend, wurden Allianzen geschlossen. Das Thema war Erster, Zweiter Weltkrieg, wo England natürlich auch massiv betroffen war. Und jetzt in dem Dreieck, im transatlantischen Dreieck, war England immer ein extrem starker Pol in einer Sicherheitsarchitektur für Europa. Nachdem jetzt Russland wieder stärker auf die Weltbühne zurückdrängt, ist es jetzt nicht mehr der Sonnenschein, der geopolitisch seit Zerfall der Sowjetunion scheint, sondern wir kommen wirklich in schwierigere geopolitische Wasser. Und vielleicht dürfte ich Sie um ein paar Worte zu diesem Aspekt der britischen Außenpolitik und Sicherheitspolitik bitten. Also vielleicht fange ich ganz kurz an. Wir haben ja immer noch die NATO und das sind ja auch, das ist auch eine Sache, die vielleicht Jonathan Isaby auch mitnehmen muss. Es gibt ja viele Dinge, die in Großbritannien auch im Rechtssystem komplett implementiert worden sind bislang. Also auch das kann man nun mal einfach alles trennen, zurück abwickeln. Und ich denke schon, dass wir gut daran tun, wegen der Scheidung mit Kindern, dass man das eben gut abwickelt. Und ich denke, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, dass Zahlungsziele sehr langfristig gesetzt werden können. Aber es wird in irgendeiner Form einen Freihandel geben müssen und eine gemeinsame Basis mit Großbritannien. Großbritannien alleine kann sich auch nicht gegen Russland und gegen die ganzen Krisen in dieser Welt wehren. Mit einem Partner, 27, ist es ganz was anderes, wo man sich praktisch arrangiert, wenn man neue Verträge aushandelt. Es wird ein neues Modell geben, das bislang so noch nicht festgegossen ist. Aber ich denke, dass das, was Sie gesagt haben, dass es das natürlich ganz entscheidend ist. Geopolitisch ist Großbritannien immer wichtig gewesen und wird wichtig bleiben. Und ich denke, dass auch noch gemeinsam gehen kann. Also die NATO haben wir, wenn wir die auflösen, dann wird es sowieso spannend. Dann kommt das, was ich gesagt habe, mit der europäischen Verteidigung zwangsweise. Aber wir wissen ja auch nicht, was Trump macht. Der weiß es selber manchmal nicht ganz genau. Also insofern, das kann sich von heute auf morgen wieder drehen. Aber wir sind einfach mehr auf uns selber angewiesen. Das müssen auch die Briten sehen. Also wir werden irgendwie mehr zusammenarbeiten müssen, auch im Verteidigungsbereich, weil es eben den Bruder überhalb oder nach der See nicht mehr gibt, der für uns komplett alles übernimmt. Das ist so. Jonathan? So I gather you were, excuse me for going into English, you were asking about kind of common Europe-wide security and foreign policy post-Brexit and so on. I mean, security policy in particular is something where the British government have been very clear that we fully intend and hope to have a very cooperative and productive relationship going forward. And Theresa May, the Prime Minister, has made that commitment regularly. And in fact, just today, the head of the British Security Services, MI5, I think is in Berlin making a speech, kind of again talking about the need for cooperation on these matters. I mean, what I tried to address in my remarks as much as anything was to explain from my perspective why we wanted to leave the European Union, because I think, you know, the integration has gone far too far. It's a very deeply political project which we never signed up to, and we don't want to be part of that. But that is absolutely not to say that the UK doesn't want to continue to have very friendly relations with the European Union.
And you know, we obviously hope that the European Union is a success, because you know, it would be a very bad thing for the continent if it is not. But you know, that cooperation, from our perspective, needs to be done bilaterally rather than part of a unit where ever more power has been ceded, whereas we want to do that in a cooperative fashion. Next question, please. Next, Drew, bitte. I had the pleasure to visit the London Stock Exchange last autumn, and the manager in charge of the issuers there proudly told me that they have a new record of IPOs, of the number of IPOs in last year. So they had more IPOs, mehr Börsengänge als than the year before, at the time when Brexit was more or less now known already. So in this sense, together with your remarks, it seems that the best way to boost national economies is to leave the EU. In last consequence, would you share this opinion, or would you recommend other economies of the today's EU to leave the EU as well? Look, it's for other countries to make their own decisions about our future. That is exactly why I wanted the UK to have its say, because for far too long we feel that, you know, politicians and unelected bureaucrats, you know, from other countries have dominated the agenda set for the UK, and we don't like that. So the last thing that, you know, I would feel comfortable doing now is telling other countries what they should do. They need to make their own judgments based on their experience. You know, I suppose I would reflect that the UK is in a relatively unique position, certainly in a very, very, very strong position, you know, as the kind of fifth or sixth largest economy in the world, with the historic links that we have to all corners of the world, not least through the Commonwealth. The fact that the English language unites us with all corners of the world, the British judicial system is amongst the most respected in the world, the City of London itself is certainly the financial centre for the whole of Europe, and clearly on the world stage in that respect. You know, dare I say it, some other European countries and economies may not feel able to stand on their own two feet, but you know, I those are decisions for other countries to make. Certainly, you know, I am confident about the UK's future standing alone on our own two feet as an independent nation, and you know, I make no apology for that. Kurze Ergänzung, und dann war die Frage dahinter, bitte. Die Frage ist, ich hatte es in meinem Statement auch gesagt, Euro-Länder werden sich unglaublich schwer tun, weil die Verwachsung ganz anders ist. Das sind wir schon fast bei siamesischen Zwillingen, die kann man auch trennen, aber es kommt darauf an, wo sie verwachsen sind. Also die Frage ist bei Euro-Ländern ganz anders, weil das auch von der EZB, von den Haftungen und von den ganzen Dingen, also Frankreich oder Italien können es sich nicht leisten, weil die das, oder auch Griechenland ohne einen Staatsbankrott, das können die sich einfach schlichtweg nicht leisten. So, ich habe eine Sache ganz witzig. Wir waren ja leider fast zur gleichen Zeit, aber doch nch gemeinsam in London. Wir hatten mit dem Elite-Club die Chance, mit Theresa May auch zu sprechen. Die hat was sehr Cleveres getan. Sie hat die Minister die Reden halten lassen und ist selber durch den Raum gegangen. Und ich habe nur eine Bitte mit auf den Weg gegeben vom Europäischen Steuerzahlerbund. Bitte lassen Sie sich von der Kommission nicht über den Tisch ziehen, dass Sie die Steuern harmonisieren, weil das ist ein Druckmittel, was die EU jetzt gerade versucht zu sagen. Ihr dürft eins nicht machen, ihr dürft die Steuern ja nicht senken, weil dann haben wir nämlich
praktisch direkt vor der eigenen Haustüre sozusagen eine Steueroase. Und ich sage, super, das sollen Sie bitte machen. Und dann werden Sie sehen, weil der Trump hat auch Direktinvestitionen sofort von Siemens bekommen, wo er seine Steuerreform gemacht hat. Und lesen Sie die Artikel von dem Kessler, was der geschrieben hat, der Siemens-Chef, warum sie dort eben jetzt auch mehr Gewinn machen und was sie investieren. Und für uns wird es nichts Besseres geben, als wenn Großbritannien attraktiv ist, selber so stark ist und eben gute Rahmenbedingungen schafft und dann auch den Handel und alle Dinge forciert und uns unter Druck setzt, unsere Hausaufgaben zu machen, weil bei uns sind die Steuern zu hoch und das Klima für Unternehmer zu schlecht. Letzte Frage. Oder bitte. Ich wollte noch eine kurze Bemerkung machen, weil du das gesagt hast mit den Euro-Ländern. Der Euro ist ein Vertrag ohne Ausstiegsklausel. Die einzige Art und Weise, möglicherweise aus dem Euro rauszukommen, ist, indem man die EU verlässt, weil wie man die EU verlässt, ist geregelt. Euro nicht. Also was wir beim Jus-Studium gelernt haben, wenn einer einen Vertrag schreibt ohne Ausstiegsklausel, der gehört sofort gefeuert. Bitte. What do you think, what is more probable? Further exits or will the Eurozone implode and therefore the EU stop existing? Right, the Eurozone, as I said in my remarks, thankfully is not a British problem. It is a problem that the European Union has to grapple with, and I still don't know if the people who are pushing the Euro and pulling countries like Greece into it yet admit that they were wrong to fiddle the numbers to force those countries into the Euro when they clearly were not ready for it. And you know, and the fact that countries have surrendered power over their currency, you know, frankly, makes it far harder to pull yourselves away from all the other institutions of the European Union. Although I dare say, technically, there are ways and means that you know that could be done if necessary. But say for me, what in a sense. No, I suppose it disappoints me, but doesn't entirely surprise me, is that the reaction from the leadership of the European Union to every crisis is always more centralization, not, are we doing this right? Have we made a bad call here? And do we need to kind of take a step back? You know, and every time any population in Europe has tried to send a message to Brussels to say that they're not very happy, by voting in referendums against treaties. Previously, the European Union has always turned around and said, wrong answer, vote again until you get the right answer. In countries in the last couple of years, we've seen support for anti-EU political parties rising. Sometimes those parties are very unsavoury, and I wouldn't want to profess support for them. In fact, it disappoints me that in much of continental Europe, there are not mainstream anti-EU parties, and it's only the fringes on the far right or far left who take that position. Because actually, I think there is a lot of dissatisfaction in among the peoples of Europe about the way that their continent is being run, and. I'm not sure that the leaders are listening. So what happens next is anyone's guess. Letztes Wort. Das Problem ist ja ganz einfach. Die schwachen Länder haben kein Interesse, aus dem Euro rauszugehen. So einfach ist das. Das ist eigentlich nicht böse sein, eine naive Frage. Die Starken kommen nicht raus, weil sie die ganze Zeche zahlen. So, das wäre so, wenn wir jetzt hier einen Deal machen und sagt, der als erstes rausgeht, muss die Zeche zahlen. Dann versuchen alle natürlich so lange drin zu bleiben. Das ist unser Drama, dass eine EZB von einem Menschen gesteuert wird, der den Leuten über Target und über andere Dinge Geld zuschiebt, Liquidität verschafft. Wir kaufen uns Zeit und es wird immer weiter verlängert. Die Starken, also Österreich, Deutschland, Finnland, auch die Niederlande, Luxemburg, die können nicht rausgehen, weil die zahlen die Zeche. Ja, dann wird die Rechnung fällig und die anderen sagen, klasse, her mit dem Geld. Das ist unser Dilemma. Und was passiert, wenn Italien umfällt,
wenn Spanien umfällt, dann wünsche ich uns mal viel Spaß, weil das ist dann sehr, 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 sehr schwierig. Und warten Sie mal ab, was jetzt in Italien passiert, das Rollenmodell, ob die tatsächlich ihre Steuern senken. Das einigen sich auf einmal zwei Parteien, wo man es nie geglaubt hätte. Jetzt warten wir es mal ab. Vielleicht gehen die einen ganz anderen Weg, wo wir sehr überrascht sind, dass die den italienischen Weg jetzt gehen. Also das wird sehr spannend. In diesem Sinne darf ich mich vielmals bei den Herren bedanken für die Beiträge. Wir werden jetzt in der Pause noch kurz weiter diskutieren können natürlich. Draußen wird Kaffee serviert und in 10 Minuten würde ich vorschlagen, wir machen das jetzt etwas verkürzt, wenden wir uns der Diskussion um Werte zu, europäische Werte, möchte aber natürlich auch ein wesentliches Thema, nämlich die Zukunft Europas, beziehungsweise auch was das Thema Handel vielleicht für die nächste Diskussion auch so im Hinterkopf behalten und vielleicht wollen Sie die eine oder andere Frage dann darzustellen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, danke für Ihre Fragen, danke sehr, die Herren.